Hallo zusammen, ratet mal, wo wir heute sind. Hast du eine Ahnung, Henrik? Also wenn ich mir den Strandkorb so angucke, wir könnten auf deiner Lieblingsinsel Sylt sein. Ah, leider falsch, Henrik. Wir befinden uns heute im Honolulu. Ja, ist das zu fassen. Tatsächlich herzlich willkommen zur 123. Ausgabe von Sag bloß. Du hast recht, Sascha, wir sind im Honolulu. Und wer hatte die Idee? Natürlich Alex, ihr wisst ja. Alex ist fast jeden Tag im Honolulu, weil sie so sportlich aktiv ist. Und Alex führt heute auch die Kamera, weil Marc krank ist. Schöne Grüße und gute Besserung. Leute, Corona, wer hätte das gedacht, ist schon wieder im Anmarsch. Passt auf euch auf. Sascha, wir sitzen hier im Strandkorb. Sieht gut aus, jetzt fehlt nur noch ein Drink und ein paar rauschende Wellen. Ja. Wellen sind da auch. Also Plätzchen von der Pooldusche, oder wie ich das nennen soll. Keine Ahnung. Ja. Also das ist schon ein ganz schönes, buntes Treiben hier. Von daher mal eine ganz ungewöhnliche Außenreportage sozusagen. Sascha, wir sollten erst mal damit beginnen. Wie war das mit dem alten Bilderrätsel? Ja, das war, heißt es Rodaubrücke, Wiedaubrücke. Das war das alte Bilderrätsel. Es war, du hast recht, weil wir so viele Flussläufe haben, hätte es tatsächlich auch die Wümmebrücke sein können. Nein, es war die Rodaubrücke, über die wir uns doch gewundert haben. Ihr erinnert euch vielleicht. Und Alex ist jetzt so gut und wirft mal die Lösung des letzten Bilderrätsels auf den Bildschirm. Es ist doch wunderbar, in so einem Strandkorb kann man mit ganz unterschiedlichen Leuten ins Gespräch kommen. Jetzt ist Alex da, ich finde es prima, und Sascha kümmert sich um die Kamera. Ach, wir sind so ein multiples Team, also ein vielseitiges. Und es ist so gemütlich hier, weißt du, während der Arbeitszeit im Strandkorb zu sitzen, im Honolulu, es ist warm, weißt du, es fehlt eigentlich nur noch was zu trinken hier, nicht? Und ja, dann können wir schön... Hast du nichts bestellt? Nein. Ach, Leute, wieder. Und Sascha hat alle Hände voll zu tun. Genau. Wie auch immer. Alex, dir haben wir diese Außenreportage zu verdanken. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, jetzt in Honolulu zu drehen? Eigentlich war das so, ich will nicht sagen aus der Not heraus, Marc ist ja krank. Und irgendwie hatten wir keine Außenreportage und dann war das so ganz spontan. Ihr wisst ja, ich gehe relativ häufig schwimmen. Gerade gestern war ich erst wieder im Schwimmbad. Das Wetter ist total schön, die ganze Woche wird es toll sein. Mhm. Das Freibad ist geöffnet, die Halle ist geschlossen. Und ich lese häufig so in Facebook Kommentare, was passiert denn im Honolulu und das Dach wird neu gemacht, wie lange dauert das denn noch? Ja, und da habe ich die Idee gehabt, wir treffen uns mal im Honolulu mit Timo, dem Techniker. Mit Timo, dem Techniker, den haben wir wirklich getroffen, Alex. Und wir haben es heute auch am selben Tag gemacht. Wir waren heute Morgen kurz nach 8 mit Timo verabredet und der hat uns die Baustelle gezeigt. Das finde ich so spannend und es ist so ein langer Bericht, dass wir da zwei Teile von machen. So ist es. Also, ab geht's mit Teil 1. Hallo allerseits, guten Morgen und herzlich willkommen. Wo stehen wir? Timo Knob weiß das. Timo, wo sind wir hier? Wir befinden uns heute im Honolulu und wollen uns ein bisschen auf der Baustelle umschauen. Das ist gut. Denn wenn Alex, sie hatte die Idee, weil sie ja ständig hier ein- und ausgeht, ich glaube, Alex, du wohnst hier fast, da mal hinschwenkt, Betreten der Baustelle verboten. Das ist also natürlich nichts für die Öffentlichkeit. Aber wir wollen euch mit Timo zusammen auf den Weg nehmen und einfach mal schauen, wie abenteuerlich es hier auf der Baustelle aussieht. Ich sage euch, ich schlage vor, wir gehen mal los. Timo, nicht so schnell, wo geht's hin? Wir gehen einmal hier durch die Umkleide. Durch die Umkleide? Ach herrje. Bitte, geh mal vor, Alex. Du lieber Himmel, Timo, was ist denn hier los? Ach herrje. Das war einmal eine schöne, gemütliche Umkleide. Hier hat man die Deckenverkleidung aufgerissen. Warum das, Timo? Hier kommt das komplette Dach neu. Ui. Und zwar kommen hier sämtliche Balken runter, die Lichtkuppeln werden verschlossen. Ei. Und auf das neue Dach kommt dann die Lüftungsanlage, die Technik der Lüftungsanlage rauf, wo wir dann nachher frische Luft in die Halle mitbringen wollen. Ah. Also, mal auf den Punkt gebracht. Ihr macht das nicht aus Jux und Dollerei, weil ihr so viel Geld habt und es soll schöner werden. Das Ganze hat ja auch energetische Gründe, Klimathema, oder? Genau. Die Halle, wie man sieht, ist wenig bis gar nicht gedämmt. Das geht heute natürlich gar nicht mehr. Es kommen jetzt eine neue Balkenlage, neue Bretter und eine komplett neue Dämmung aufs Dach, die dann dem heutigen Stand entspricht.
Ich finde gut, Alex, dass du mal an die Decke gefilmt hast, denn ich sehe das auch. Tatsächlich, man sieht nur Spanplatte und Holz und das war's. Also gedämmt wurde damals nicht so großartig, ne? Bei den damaligen Ölpreisen war Dämmung nicht wichtig. Kein Thema. Wie alt ist denn dieses Gebäude, so wie wir es jetzt hier sehen? Die ersten Gebäude sind von 1974, 75. Und so. Das wurde ja stetig angebaut, das Ronalulu. Also ein Gebäude, das schon um die 50 Jahre auf dem Puckel hat, das muss man sich mal vorstellen. Und dann sehe ich hier, wie du schon sagst, hier ist schrittweise immer was verändert worden. Neue Wände, Fußboden teilweise geflickt, neue Schränke, Fliesen, die sich verändern und abwechseln. Also hier ist schon über Jahrzehnte immer wieder dran rumgemacht worden. Genau. Ne? Und jetzt hat die Geschäftsführung sich entschieden, eine Komplettsanierung durchführen zu lassen, wo wir alle sehr glücklich drüber sind. Muss auch bezahlt werden, aber das ist ein anderes Thema. Timo, jetzt bin ich gespannt, was tut sich da hinten auf? Alex, pass auf, wo du hingehst. Ja, ich weiß. Ach du lieber Himmel. Schaut euch das an. Das war das 25 Meter Becken, richtig? Korrekt. Man muss schon sehr genau hingucken, um zu erkennen, dass es das war. Klar, Wasser ist raus. Die Fliesen sind auch weg, Timo? Nein, die Fliesen sind nur geschützt worden, weil wir die Corona-Zeit genutzt haben und haben diese drei Becken, also das Sportbecken, das Sprungbecken und das Kinderbecken, neu verfließt, neu abgedichtet. Ja. Und das wird jetzt durch den Belag geschützt. Ich muss sagen, hier ist eine Menge Gerüst verbaut worden. Das tut eine Firma, die das öfter tut. Hier wurden ja kilometerweise Stangen und Gerüste verbaut. Geht wohl nicht anders, ne? Das geht nicht anders, nein, weil wir müssen dafür sorgen, dass, wenn dort oben einer ausrutscht, ständig bis nach unten durchfällt. Also aus Sicherheitsgründen muss hier eingerüstet sein. Ja, verstehe. Und damit die Kollegen da oben arbeiten können, natürlich auch. Es soll natürlich niemand zu Schaden kommen. Alex hat da schon rübergeschwenkt, das ist das Sprungbecken, also das Becken mit dem, ich glaube, 5-Meter-Turm, ne? Genau. Den sehe ich jetzt im Augenblick überhaupt nicht, den Turm. Ist der noch da? Ich sehe ihn auch nicht, Hendrik. Das, was wir hier vorne sehen, ist unsere neue Attraktion, ganz neu eingebaut. Die hier? Das ist die Kletterwand. Ach. Die wird momentan noch durch Folie geschützt. Eine Kletterwand. Ein Hallenbad mit Kletterwand. Ja, schön vorsichtig. Also Leute, das ist ein Grund, das neue Ronalulu, wenn es fertig ist, aufzusuchen. Eine Kletterwand. Das habe ich bisher noch von keinem Hallenbad gehört. Das heißt, man kann da hochklettern und wenn man will, sich einfach ins Wasser fallen lassen. Korrekt. Ja, da muss man sich gar nicht abseilen, ne? Genau. Also den Turm sehe ich immer noch nicht, obwohl doch, da sind Reste zu sehen, Alex. Ich glaube es nicht. Timo, wenn ich mir das jetzt so angucke, fehlt mir ganz viel Fantasie, mir das Ganze mal fertig vorzustellen. Gibt es einen Zeitplan, wann das alles mal fertig ist? Ja, den gibt es. Wir wollen oder wir hoffen, dass wir Ende Februar wirklich mit allem komplett fertig sind. Leute, Ende Februar, das ist sportlich. Wir haben jetzt September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar. Das ist nicht mal ein halbes Jahr. Ja, also. Ihr habt es ja mit Profis zu tun, von daher, die wissen, was sie machen und wie lange sie wofür brauchen. Bisher ist es wirklich ein Rohbau. Mehr kann man noch nicht sagen. Wird sich draußen was verändern? Ja, wie man sieht, bauen wir draußen noch ein Stück an. Der ehemalige Wintergarten ist abgerissen worden. Ui. Jetzt wird das Gebäude nach außen weiter hingezogen. Eine kleine Terrasse kommt dazu. Ja. Unser Mutter-Kind-Becken haben wir abgerissen. Oh, was machen jetzt die Mütter und Kinder? Müssen sie in die Wümme? Nein, so schlimm ist es dann nicht. Ja. Wir haben ja unser Mutter-Kind-Becken im Innenbereich und wir haben hier vorne ein neues Mutter-Kind-Becken geschaffen, so. Sodass wir ausreichend Platz haben. Das draußen, das Becken war immer sehr sanierungsbedürftig, immer hohe Kosten durch den Winter, dass wir uns da von trennen mussten. Also Mütter und Kinder dieser Welt, beruhigt euch, für euch ist gesorgt. Jawohl. Nur im Moment kann man es eben nicht sehen. Und das alles wird investiert und gemacht,
damit es ganz am Ende mal kostengünstiger wird. Ist schon eine verrückte Rechnung, aber sowas muss ich ja, wie sagt man so schön, refinanzieren oder amortisieren. Das Geld muss man irgendwie wieder reinkriegen. Ne? Genau. Ist hier auch der Boden eigentlich noch drin, der sich Nein, so in der Höhe... Der wurde... Ach, guck an. Der wurde ja nicht mehr benötigt, nachdem das Becken angebaut worden ist. Ah ja. Das fand ich immer faszinierend, wenn man dann so auf niedrigste Stufe gestellt hat oder auf höchste. Ja. Das war ganz beeindruckend. Aber seitdem das Leerschwimmbecken da ist, wurde der Boden nicht mehr bewegt. Ach so. Ja, das ist ja auch nochmal ein kompletter Anbau, den es im Ursprung auch nicht gab, ne? Genau. Der wurde auch nochmal nachträglich errichtet. Ich kann mich nämlich erinnern, dass man hier irgendwo geduscht hat, ist man draußen um das kalte Gebäude in dieser Höhe gelaufen und dann da ins Freibad. Ja. Das war ganz abenteuerlich. Das wirst du ja sicherlich auch noch wissen. Du bist schon ein paar Jahre dabei. Nee, das kenne ich nicht mehr. Ich kenne nur diesen Bau hier. Ja. Also wenn das mal fertig ist, hoffe ich, dass das Runolulu irgendwann mal zur Ruhe kommt, dass man es jetzt einfach nur mal so genießt. Also ich finde, dieser Timo ist echt ein netter Kerl. Mhm. Der kennt sich aus und dass der uns erlaubt hat, da zwischen den Stangen rumzusteigen, das ist schon ganz schön abenteuerlich, ne? Ja, aber das wird gleich noch spannender. Das war noch ein bisschen, naja, ich bin nicht, ich verrate nicht zu viel. Wollen wir noch mal das Bilderrätsel zeigen, das erste? Es gibt ein neues Bilderrätsel und wer gut aufgepasst hat, der hat bestimmt eine Ahnung, was das sein könnte. Ach Sascha, sei doch mal so gut und schenk uns das erste Bilderrätsel. Hendrik, was? Schläfst du? Oh, nein. Es geht weiter. Ach so, ja. Hey, der erste Teil, der war ja richtig toll. Was war jetzt? Jetzt hatten wir doch eben das Bilderrätsel gezeigt. Aber das spannende Teil des Umbaus hier im Runolulu kommt jetzt. Ah, natürlich jetzt. Weil da sind wir hoch hinaus. Mir war schon ein bisschen gruselig, da hochzulaufen. Timo hat gesagt, nicht nach unten gucken, nicht nach unten gucken. Aber ich musste automatisch nach unten schauen, weil ich musste ja sehen, wo ich lang marschieren muss. Natürlich. Ich würde sagen, Leute, schnallt euch an, es geht hoch hinaus. Zweiter Teil. Also für mich ist das ja nichts. Das ist mir zu instabil hier. So, wir sind tatsächlich mit Timos Hilfe aufs Dach geschieden. Fast ganz nach oben, was ihr hier seht, ist nagelneu verbautes Holz. Timo, es riecht auch gut hier nach frischem Holz. Ja. Das war uns wichtig, dass wir Rohstoffe nehmen, die aus unserer Region kommen. Ja. Das heißt, Timo, dafür hast du jetzt ganze Wälder platt gemacht. Jawohl. Lausejunge. Schaut mal, Alex schwenkt gerade aufs Wasser hinüber. Es ist Anfang September und man hat noch richtig Lust zu schwimmen. Die Sonne scheint, es ist angenehm warm. Und von hier hat man einen fantastischen Blick, den wird man später natürlich nicht mehr haben. Ne? Nein, hier wird man nachher nicht mehr hochkommen. Ja. Also genießen wir das Ganze, schreiten wir mit Alex nochmal zu einer brandneuen Dachfläche. Alex, du musst hier höllisch aufpassen, hier kommt jetzt eine Stolperschwelle und noch eine. Und hier zeigt uns der Timo eine neue Dachfläche. Was kommt denn da jetzt noch drauf? Ich meine, das bleibt doch so nicht, oder? Die Dachfläche an sich ist so fertig. Ja. Wir werden hier aber in Kürze eine PV-Anlage installieren, wo wir dann Strom erzeugen wollen, den wir hier selber im Runolulu dann nutzen können, um unsere Pumpen zu betreiben. Also die Stadtwerke sind ja wirklich pfiffig. Natürlich nutzt man heutzutage Dachflächen, weil die Sonne da drauf scheint. Und dann kann man ja Energie tanken sozusagen. Das ist klug und hilft euch das Ganze eben auch bezahlbar zu machen. Ne? Sonne liefert ja umsonst Energie, die kann man ja auffangen. Genau. Ganz schön pfiffig. Und da unten das ehemalige Mutter-Kind-Becken, es sieht traurig aus. Sieht aus wie Wimmelwasser. Aber du hast ja schon gesagt, das ist jetzt natürlich Wasser, was später abgepumpt wird. Und alles wird wieder fein. Ob das Erdbeben sicher ist? In diesen Regionen muss man darüber nicht nachdenken. Nein. Aber das ist ein groß, frei umspannter Raum. Da gibt's ja, hier gibt es einen Pfeiler, der geht wahrscheinlich irgendwo neben das Becken runter. Ansonsten ist es große Fläche, die frei umspannt ist. Ne? Genau.
dann ist schon was hier. Wahnsinn, ganz toll. Ach du lieber Himmel. Also Leute, ich kann euch nur raten, kommt spätestens im Februar ins Honolulu und zahlt Eintritt 8. Das ist jetzt die nächste Frage. Wenn ihr hier so viel Geld investiert, muss der Kunde am Ende dann auch mehr Eintritt zahlen? Nein. So wie es jetzt heute aussieht, bleiben die Eintrittspreise so, wie sie sind. Boah, der Timo ist nett. Beziehungsweise alle, die das zu entscheiden haben. Gott sei Dank, jetzt entspannt sich die Situation. Da draußen ist eine Rüttlermaschine runtergefahren worden. Es wird hier noch lange und viel Lärm gemacht. Aber das haben wir jetzt nur mit dir gemacht, diesen Gang über die Baustelle. Denn Eintritt, Zutritt ist grundsätzlich für die Öffentlichkeit jetzt verboten. Verboten, genau. Aus Sicherheitsgründen darf hier keiner in die Halle rein. Ja. Deshalb sind wir umso dankbarer, dass du uns das ermöglicht hast. Einem Millionenpublikum, unseren Fans von Sack Bloß, haben wir diesen Zutritt ermöglicht. Das ist ganz toll, Timo. Und wir wünschen euch einfach toi, toi, toi. Und seht zu, dass ihr unfallfrei hier durchkommt. Das versuchen wir. Timo Knob, herzlichen Dank. Gerne. Nicht wie sorglos man damals gebaut hat. Genau. Energie. Aber da hat das Öl nichts gekostet. Und ja. Muss man erst so eine Krise erleben, um auf die Idee zu kommen, sparsam damit umzugehen, ne? Ja. Das ist ja wirklich verrückt. Ja, schön. Ihr seht, Rollenwechsel aus Alex wird Sascha, der sich gerade mal lang gemacht hat, und wir haben den Ort gewechselt. Überall, wo man im Honolulu sitzen kann, ist es urgemütlich. Man könnte einschlafen, nur bitte nicht im Wasser. Jetzt sitzen wir hier auf einer Hüpfburg. Kennt ihr alle? Das ist ja so Luftkissen, da ständig unter Luft steht. Hallo, ich bin auch noch da. Ja, hättest du mich vielleicht mal wach machen können? Entschuldige bitte, ich wollte nicht gerade weg. Also Sascha hat mit als Nickerchen gemacht. Hat ja auch einen schweren Job gehabt als Kameramann. Jetzt bist du wieder bei uns. Herzlich willkommen. Das war also der Bericht über die Reparaturarbeiten, die Renovierungsarbeiten am Honolulu. Ihr habt gehört, nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres wird es eröffnet. Das wird bestimmt in der Zeitung nochmal bekannt gegeben. Und dann hinein ins neue Hallenbad. Sascha, ja. Wir brauchen jetzt noch wieder ein Bild. Ja, und zwar das zweite. Viel Spaß beim Raben. So, Alex berichtete mir gerade, dass ich darüber berichten soll, dass diese Hüpfburg die ganze Woche hier steht. Und Henrik, wo sind wir jetzt angekommen? Wir sind so weit angekommen, dass wir gleich deine Straßengeschichte zeigen. Ich stelle fest, so eine Hüpfburg ist urgemütlich. Ich glaube, ich verbringe hier mal eine Nacht. Wenn das geht. Wahrscheinlich geht. Sascha, welche Geschichte bringst du uns heute mit? Und zwar waren wir heute in einer Fahrradstraße in Rothenburg. Welche das ist, verrate ich nicht, weil sonst verrate ich vielleicht schon zu viel. Ich wünsche euch einfach viel Spaß bei meiner Straßengeschichte und sage, wie soll ich es anders sagen, Film ab. Hallo zusammen. Heute dürft ihr einmal raten, wo wir uns befinden. Ich komme gerade aus der Richtung Honolulu und zwar zur Straße vom Hemphofen. Ich muss mal eben mein Rad abstellen. So, und nun erzähle ich euch die passende Geschichte zu der Straße vom Hemphofen, wieso die Straße Hemphofen heißt. Vor 1930 hinter dem Hemphofen, um 1959 vor dem Hemphofen, um 2000 nur noch Hemphofen. Die Straße führte mitten durch das Gebiet, wo der für die Bekleidung nötige Hanf, mundartlich Hemp, und Flachs angebaut wurde. So, und nun fahre ich zum Honolulu, denn da nehmen wir heute unsere Folge von Sack Bloß auf. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Sascha, ich gebe es immer wieder zu, in deinen Straßengeschichten kann man eine ganze Menge lernen. Habt ihr gewusst, dass man zu Hanf Hemd gesagt hat? Nee, aber weißt du, als wir im Büro waren, habe ich tatsächlich an Hemd gedacht, ne? Aber, also du meinst an Hemd? Ja, aber ich glaube, das hat nichts miteinander zu tun, aber irgendwie ging mir das so durch den Kopf. Das ist eben das Schöne, Sascha, man nennt so diese Straßen und sagt, ja, wo du nennen willst. Und keiner weiß so wirklich, was das eigentlich heißt. Also Hemd haben wir was gelernt.
Hanf, Flachsanbau, Hanfanbau für Klamotten. Hanf baut man ja auch für was anderes an, ne? War das ja, so? Es gibt sogar Hanftee, Henrik. Fein, ich sehe, ich muss da ja einkaufen gehen. Gut, vielen Dank für deine Straßengeschichte. Jetzt fehlt noch ein drittes Bilderrätsel. Film ab. So, ihr Lieben, heute waren wir für euch im Ronolulu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie es immer so ist bei Sagt Los, kommt jetzt der obligatorische Absprung. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal am 21. September ab 19 Uhr innerhalb der Rothenburger Werke über Kanal 11 dabei seid. Nicht vergessen, uns gibt es wie immer auf Abruf bei Facebook und YouTube. Bedanken möchte ich mich bei allen, die zu dieser Folge beigetragen haben. Und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Möchtest du noch etwas hinzufügen, Henrik? Nur so viel dazu. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt zur 123. Ausgabe. Danke, Alex, dass du vor uns auf die Knie gehst. Wenn ich da jetzt zum Becken rüber gucke, habe ich das Gefühl, ich muss mein Bett ausziehen, gleich reinspringen. Aber ihr habt keine Badehose dabei, das gibt Ärger. Es gibt jetzt noch Musik, einen musikalischen Rausschmeißer, den Alex gefilmt hat. Gesa und ihre Senioren. Das bringt nochmal richtig Stimmung. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.